Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit dem Titel, warum du in deiner Steuerberaterprüfungsvorbereitung digitalfähig sein musst. Ein Thema, was insbesondere in den letzten beiden Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur, weil das Angebot größer geworden ist, sondern weil die Umstände es mehr oder weniger erfordert haben, dass man digitalfähig sich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten musste. Da werden wir gleich detailliert drüber sprechen. In diesem Video geht es nicht darum, zu sagen, du sollst statt Präsenzunterricht jetzt unbedingt digital das Ganze angehen, sondern es geht darum, dass du in der Lage sein musst, egal welcher Typ du bist, ob Typ Präsenz oder digital, dass du dich darauf einstellen kannst, digital auch an diesen Unterrichtsformen teilzunehmen. Schauen wir uns an, was ich vorbereitet habe. Was sind die Gründe, warum es auf jeden Fall sinnvoll ist, in der Lage zu sein, auch digital an den Kursen teilzunehmen? Das aktuellste oder nach wie vor aktuellste Thema leider ist natürlich immer noch die Pandemie. Das heißt, wir wissen nicht, wie es da konkret weitergeht. Auch in dem kommenden Jahr, die letzten beiden Jahre haben es gezeigt, es ist immer wieder problematisch in Bezug auf die Corona-Pandemie sicherzustellen, dass alle Unterrichtsformen in Präsenz so stattfinden, wie es geplant gewesen ist, vor allem auch dauerhaft von Anfang bis Ende so stattfinden können, weil beispielsweise positive Tests auf das Coronavirus dort eintreten können oder eben sonstige Restriktionen von Seiten der Regierung erlassen werden könnten, sodass dort eben der Unterricht nicht so stattgefunden hat und eben auch, wir wissen es nicht, in der Zukunft weiterhin wechselhaft das Ganze verlaufen könnte. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum es sein kann, dass du auch in der Lage sein musst, dich digital vorzubereiten. Ein persönlicher Grund ist sicherlich Thema Krankheit. Du kannst im Laufe der Vorbereitung unter Umständen krank werden, wo du zum Beispiel, ich sag mal, an zu Hause gebunden bist, weil du dir zum Beispiel ein Bein gebrochen hast und jetzt, sage ich mal, nicht in der Lage sein wirst, zum Kurs hinzufahren, arbeitstäglich oder sonstige Krankheiten, die es dir eben nicht ermöglichen, einerseits live vor Ort teilzunehmen oder das Ganze auch zeitlich gesehen live mitzubekommen, dass du beispielsweise Aufzeichnungen etc. hast, um auf diese Punkte reagieren zu können. Dann Thema Standortunabhängigkeit bzw. Abhängigkeit. Wenn du beispielsweise auf dem Land wohnst, dann ist es so, dass es vielleicht in deinem Umkreis nur wenige Anbieter gibt, du generell schon sehr, sehr weit fahren musst oder auch dauerhaft sozusagen vielleicht die Stadt wechseln musst, um an einem Kurs teilnehmen zu können. Gleichzeitig ist der digitale Vorteil natürlich auch der, dass du sozusagen ein oder das beste qualitative Angebot wahrnehmen kannst, weil natürlich digital gesehen alle Kurse grundsätzlich oder die meisten Kurse schon verfügbar sind und du dann nicht an deinen eigenen Standort gebunden bist und sagen kannst, ich entscheide mich für den Kurs, der qualitativ am besten ist und nichts für den Kurs, weil er die kürzeste Fahrtstrecke letztendlich hat. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, der ganz klar für das Digitale dann spricht. Kann auch nur punktuell sein, dass du sagst, ich will einen Teilkurs belegen oder gewisse Aspekte eines Kursprogrammes belegen, um dementsprechend damit oder nicht an den Standort sozusagen so gebunden zu sein, dass du nicht teilnehmen könntest. Auf jeden Fall ein riesen Vorteil aus meiner Sicht. Dann das Thema Flexibilität, wenn du das Ganze digital gestaltest, Thema Job, Familie etc., Thema Zeit natürlich auch damit drin. Was heißt das, wenn du, ich sag mal, lange Fahrzeiten hast, sind das natürlich auch schon wieder Investments in zeitlicher Hinsicht oder du gewisse jobliche Verpflichtungen hast, die man sozusagen ansonsten nicht miteinander kombinieren könnte aufgrund der Reisezeit, aufgrund des Standortes oder eben auch familiäre Verpflichtungen, dass man eben da auch ein Stück weit präsent sein kann, trotz Vorbereitung. Und deswegen ist digital auf jeden Fall, um alles da unter einen Hut zu bekommen, auf jeden Fall auch sehr, sehr vorteilhaft. Warum man sagen muss, wenn hier gewisse Faktoren auftreten, die es einem ansonsten erschweren würden, ist das auf jeden Fall etwas, wie man seine Vorbereitung trotzdem nachhaltig sichern kann. Worum geht es dabei eigentlich? Es geht um die Fähigkeit, auf veränderte Umstände reagieren zu können. Das heißt, es ist okay, dass du vielleicht deinen Präsenzkurs so geplant hast. Aber all diese Punkte, die wir hier aufgezählt haben, das sind Aspekte, die du nicht unbedingt einplanen kannst. Gerade Krankheit und die Pandemie, das sind solche Aspekte, die kann man nicht im Vorwege so durchplanen, dass du sagst, ich kann auf jeden Fall in Präsenz teilnehmen, weil das sind eben Umstände, die du nicht unmittelbar oder wo du keine unmittelbaren Auswirkungen drauf hast. Beim ersten sowieso nicht, beim zweiten müsste man sicherlich ein bisschen differenzierter darüber sprechen, aber du weißt sicherlich, worauf ich dabei hinaus möchte. Das heißt, wenn die Umstände so eintreten, wie zum Beispiel, dass die Pandemie weitergehen würde auch im kommenden Jahr,
dann ist es so, dass man da ganz klar schauen muss, wie kann ich mit meiner Vorbereitung jetzt so umgehen, dass ich nach wie vor es gesichert ist, dass ich vernünftig mich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten kann. Weil wenn du sagst, okay, der Präsenzkurs findet jetzt nicht statt und ich bin nicht in der Lage, ich möchte nicht digital etc., dann verlierst du nicht nur Zeit, weil du sozusagen dann die ursprüngliche Planung nicht so durchziehen konntest, sondern eben auch insbesondere häufig ein finanzieller Verlust damit verbunden. Aber am schlimmsten aus meiner Sicht das Thema Input, weil wenn du an dem Kurs dann nicht alternativ teilnehmen kannst und du dir natürlich was versprochen hast von diesem Kurs, dann ist es so, dass du natürlich den Input in fachlicher Hinsicht, stofftechnischer Hinsicht nicht nachholen kannst grundsätzlich, beziehungsweise andere Sachen dann auf der Strecke bleiben, weil du das natürlich dann nicht eins zu eins ergänzen und ersetzen kannst. Das ist auf jeden Fall nicht ratsam und deswegen essentiell, dass du auch alternativ dazu in der Lage bist. Um das nochmal deutlich hervorzuheben, es ist vollkommen in Ordnung, dass du sagst, ich bin der Typ Präsenzunterricht, ich bevorzuge das, weil ich zum Beispiel zu Hause zu viel Ablenkung habe, weil ich sozusagen vor Ort sein muss, um sozusagen in diese Lernatmosphäre reinzukommen. Zu Hause tue ich mich da schwer oder vom Umfeld her, ich brauche Mitstreiter, Leidensgenossen etc. etc. All das ist vollkommen in Ordnung und du kannst sozusagen auch deine Prüfungsvorbereitung so planen, dass die erstmal im Präsenz stattfindet. Es geht eben nur um Szenarien, die man eben nicht vorher unbedingt steuern kann oder wo es einfach alternativ bessere Möglichkeiten gibt, losgelöst von der Argumentation an diesem Punkt. Was ist das Problem? Das Problem, was ganz, ganz viele haben, insbesondere in den letzten beiden Jahren hat sich das gezeigt in der Vorbereitung, dass man sich und vor allem den eigenen Prüfungserfolg von dieser Frage abhängig macht, ob man im Präsenz sozusagen lernen konnte oder nicht. Also man macht sich extrem abhängig davon. Wenn ich mir selber einrede, wenn ich sage, ich brauche Präsenzunterricht, weil ich kann das nicht, dies nicht und sonst funktioniert das andere auch nicht, dann bist du eben und vor allem dein Prüfungserfolg so stark davon abhängig und du kannst es eben nicht mehr selbstständig beeinflussen. Und das ist das, wo du auf jeden Fall von wegkommen musst. Du brauchst sozusagen diesen Plan, diese Möglichkeit, um dich bestmöglich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten zu können. Ganz essentieller Punkt und das darfst du eben nicht unterschätzen, egal wie sehr du sozusagen ein Fan sein magst von dem Thema Präsenzunterricht. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann hast du in diesen zumindest aktuell noch schwierigen Zeiten und eventuell eintretenden Problemen eben ein großes, großes Handicap, was dir sozusagen deinen Prüfungserfolg, so wie es bei vielen sicherlich insbesondere im ersten Jahr der Pandemie, aber auch im zweiten Jahr der Fall gewesen sein könnte. Oder ist besser gesagt, das ist ja sozusagen schon eingetreten. Und sozusagen das zusammenfassende Fazit, du musst dich einerseits mental darauf einstellen können, zu sagen, okay, ich hätte zwar das gerne gemacht, aber jetzt sind die Umstände so und so und ich bin positiv sozusagen auch in dieser Art und Weise jetzt sozusagen die notwendigen, die essentiellen Punkte mir aneignen zu können und natürlich auch die tatsächliche Umstellung überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, dass du beispielsweise die Voraussetzungen mitbringst, auch im Homeoffice etc., dort einmal natürlich internetfähig zu sein, aber auch die Sachen so abrufen zu können und die Lernumgebung dir so zu schaffen, dass du dadurch sozusagen nicht allzu sehr gehandicapt bist, wenn es dann dazu kommt, egal welcher Punkt jetzt sozusagen die konkrete Ursache in deinem speziellen Fall sein sollte. Und das ist eben essentiell, wenn du dich langfristig und professionell auf das Examen vorbereiten solltest oder möchtest. Das ist sicherlich im Interesse fast aller, die diese Prüfungsvorbereitung vernünftig angehen möchten, egal welcher Punkt da sozusagen auf dich zutreffen könnte in der Zukunft, ist es eben wichtig, da vorzubeugen und nicht das kategorisch auszuschließen für sich, gerade auch was die Qualität von einzelnen Lehrgängen angeht, weil man sie sonst nicht besuchen könnte. Das sozusagen zu dem Thema der Digitalfähigkeit. Wenn du dich in deiner Prüfungsvorbereitung gerade befindest und dort Unterstützung benötigst, dann lade ich dich wie immer gerne ein, dich mal kostenlos bei uns auf ein Erstgespräch zu bewerben und dann schauen wir, inwieweit wir dich auch bei deiner Prüfungsvorbereitung individuell unterstützen können. Unter www.esh-examenscoaching.de findest du alle weiteren Infos. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare oder schreib mir auch gerne eine DM bei Instagram. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.